Halleluja, Leute. Ich begrüße euch heute wieder bei Warframe, was heute irgendwie erschreckend still ist. Ich habe in den letzten Tagen tatsächlich irgendwie recht viel gespielt. Recht viel auch mit Sorin und Orgnolf zusammen. Einiges gefarmt. Ich habe meine Option schon, wie ich die Lautstärke eingestellt habe dessen. Es hat sich also dementsprechend gut was getan und ich bin gut weitergekommen. Ich habe aber das nicht alles aufgenommen, weil sonst würde ich wahrscheinlich 20 Videos auf Vorrat haben und ihr das so einen großen Zeitversatz reinbekommen, dass ihr wahrscheinlich nichts mehr. Also jedes Mal, wenn mich irgendjemand von euch dann in-game sehen würde, wüsstet ihr wahrscheinlich nichts darüber, was ich an Ausrüstung habe, weil die Videos nicht aktuell sind. Also dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach ein bisschen anders. Ich habe einen Haufen Dinger gemacht und stelle euch heute vor, was das ist, was das, wie sich das auswirkt und sowas. Ich denke, das ist auch recht interessant. Zumindest finde ich solche Videos immer super. Und zuallererst seht ihr schon, ich habe hier einen neuen Warframe, genau. Das war es auf jeden Fall. Das ist Rhino, den ich ja haben wollte, der in meinen Augen ziemlich cool aussieht. Ich habe vorher, da können wir uns dann langsam mal zur Ausstattung aufmachen, Volt tatsächlich voll ausgebaut und auch behalten. Das hier ist Volt. Und ich habe ihn sogar mit einem extra coolen Helm. Moment, das jetzt Volt, aber das ist jetzt wieder rein. Ich wollte tatsächlich Volt gerade auswählen. Habe ich das in Aussehen drin? Genau, ich habe hier oben nämlich den Volt-Helm Puls. Den habe ich durch, das hier ist das Original, das hier ist der Puls-Helm. Den hat Sorin gesehen hier, den gibt es gerade in einem Einsatz, in einem Event. Können wir den eben mitnehmen und ich konnte ihn auch direkt craften. Sieht tatsächlich, finde ich, ziemlich cool aus, weil wenn ich mit dem rumlaufe, also von vorne sieht er ziemlich doof aus. Finde ich so von den Augen, aber wenn man mit ihm rumläuft, sieht man halt von hinten über diese zwei flatternden Dinger, die ich persönlich ziemlich cool finde. Gefällt mir. Wie gesagt, tatsächlich, Volt gefällt mir voll ausgebaut, richtig gut. Habe ihn ja mittlerweile auf Level 30 und das ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, das neue Spielzeug neben ihm ist halt jetzt Rhino, der gerade aufgelevelt wird. Was Equipment angeht, hat sich auch einiges getan. Zuerst habe ich oben mittlerweile einen Aura-Mod. Das sind spezielle Mods, die halt Boni geben und gleichzeitig auch noch mehr Slots reinbauen. An der Stelle halt 8 Slots, die er mir da oben gibt, weil das wohl passt. Ich habe auch noch einen anderen Aura-Mod, habe aber, na welches, ich glaube, das ist Aura. Genau, Erholung. Aber der hat ein anderes Symbol, sodass, wenn ich den hier einsetzen würde, ich halt keine Punkte davon bekommen würde. Was Equips angeht, das hier ist neu als Modul, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das hat auch Sorin auf einer Mission mitgebracht, wo ich das bekommen habe. Nennt sich Lebenskraft, gibt halt Schild und Gesundheit in Massen, was ziemlich cool ist. Ansonsten arbeite ich noch daran, so die Standardsachen hier, Lebenspunkte, Schild und Rüstung auszubauen. Schild, Laderate und das sind hier die Sachen, da habe ich leider nur das Beschädigte von Verstärken. Durch das Ausbauen für mehr Fähigkeitsstärke, dass meine Skills stärker sind. Und hier habe ich dieses Training noch mit drin, weil es ganz coole Effekte beim Springen hervorberuft. Ich habe in ihn hier auch schon einen Potato eingebaut, einen Reaktor. Das kann man, das sind diese hier, Orkin-Reaktor, oftmals halt Potato genannt. Hab entschieden, ich werde das wohl bei einigen Sachen machen. Die Dinger kosten im Schnitt, wenn man sie kauft, 1 Euro. Über den Daumen gepeilt, wenn man sich viel Gold auf einmal, viel Platin erst auf einmal kauft, dann noch weniger. Und ich denke mir so, hier und da mal ein 5er ins Spiel investieren, damit man diese Dinger mitnehmen kann, lohnt sich durchaus. Denn die sind, also man kann sie auch durch Events und so etwas bekommen. Aber sie sind halt einfach unheimlich praktisch, weil die Anzahl an Kapazität, die man hat, verdoppelt. Und gerade wenn man ein Frame neu hat, ich werde erst überlegen, ob ich quasi in dem Moment, in dem ich aus der Schmiede raushole, eine Aufnahme mache, um die mit euch auszuprobieren. Das Problem ist, ganz frisch ist der halt scheiße. Da kann er halt noch nichts, weil er noch keine Verstärkung hat und nichts. Und ich dementsprechend dann auch an dem Punkt stand von, ja, dann kann ich nur die Anfangsmission machen. Dann habe ich halt, habe mich tatsächlich gestellt, angefangen einfach quasi erst auf Erde und dann auf Venus oder Merkur. Die Missionen, die mir noch fehlen, um den Sektor abzuschließen, zu machen. Und das sind alles so Level 1 bis 3 Missionen, die sind halt ziemlich langweilig. Ja, passiert halt. Dann gehen wir mal für die restlichen Sachen tatsächlich erst hier ins Inventar, glaube ich. Nein, nicht ins Inventar, sondern hier ins Inventar, denn ich habe ein paar, also da sieht man halt die Übersicht, welche ich habe hier jetzt. Rhino, Loki, Volt und hier kommt der Archwing hin, den habe ich, der ist schon in Arbeit. Der will, also ich habe die Teile dafür mit viel Farm zusammenbekommen, das sind, also das hier ist Ondanta, das ist der Archwing und die Teile dafür sind irgendwo hier in der Liste mit drin. Ich hätte noch die Möglichkeit Nyx, wobei mir da noch ein Neuralsensor fehlt und mir hier wahrscheinlich das Rubero ausgehen würde dabei. Und die Plastide wahrscheinlich auch, wobei Plastide brauche ich eigentlich viel. Aber ich habe den Slot für ihn nicht, deswegen habe ich noch nicht angefangen, ihn zu bauen. Und den Blueprint habe ich mir, glaube ich, auch noch nicht geholt. Wie gesagt, hier der Archwing ist in Arbeit, dauert noch einen Tag. Ist okay, der hat insgesamt 2 gedauert, Rhino hat 3 gedauert, das war ein bisschen nervig. So, ich wollte noch ins Inventar wieder. Ich habe mich tatsächlich auch meine Waffen ein bisschen aufgeräumt, oder ein bisschen umgeräumt. Zuallererst die
kann ich nach Primärwaffen filtern. Ich habe halt noch meine Krack. Die hat, da ich sie für Gold bekauft habe, diese Orko-Zelle schon mit drin gehabt, was ziemlich cool ist. Und ich habe mittlerweile statt dem Breton MK1, das normale Breton, deswegen, weil ich das Breton MK1 auf Level 30 voll gebaut habe, damit ich halt dafür die vollen Punkte für Meisterschaft bekomme und dann entschieden habe, ja, mehr will ich davon eigentlich gar nicht. Also können wir es verkaufen und das hier lässt sich für etwas zwischen 25.000 und 50.000 Credits direkt kaufen, ohne dass man dafür Platin ausgeben muss oder das bauen muss. Deswegen dachte ich mir einfach, nehmen wir das mit. Das verwende ich momentan nicht allzu aktiv. Also ich trage es, aber ich nutze es im Kampf nicht. Aber ich kann es halt damit einfach mitleveln, was ziemlich praktisch ist. My misplaced memories and damaged communication systems. What if Ordis? Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Also das wird halt einfach nur mitgenommen, damit ich halt diese ganzen, es gibt ja einen Haufen tatsächlich kaufbare Waffen. Wenn man im Markt guckt unter Waffen, ja, gucken wir nach Primärwaffen ruhig. Da gibt es ja, also das Breton kann genau 25.000, den MK1 Paris kann man sich holen, dann MK1 Breton kann man sich wiederholen. Das Ding hier ist auch kaufbar für halt Credits und die kann man sich halt einfach kaufen, mit hochziehen und dann hat man halt die Punkte für die Meisterschaft darüber. Und die Waffe im Zweifelsfall ausgebaut, wenn man sie überbraucht, wobei ich sie halt, wie gesagt, nicht behalten werde, weil ich halt, wenn man bei den Waffen guckt, halt auch slottechnisch ziemlich voll bin. Ich habe momentan keinen einzigen freien Waffenschutzslot. Wie man das sieht, ich habe das Scanner verkauft, das habe ich vorher auch noch auf Level 30 gebaut gehabt. Und dann halt da extra dafür gezogen, das gleiche auch mit der Aglato, die ist voll ausgebaut. Und habe dafür einen Haufen anderer Waffen. Den Karis, solltet ihr schon mitbekommen haben, den habe ich mir von dem einen Argon-Kristall gemacht, als ich den dort hatte in der Mission mit Zorin. Das war mittlerweile zu sehen. Kronos hatte ich vorher schon, das habe ich, das kriegt man von Vors, glaube ich. Und da sind meine Fangs, die werden auf jeden Fall behalten. Also die habe ich voll ausgelevelt und werde sie behalten, weil ich sie cool finde. Und habe halt ein bisschen neue Sachen drumherum dazu. Skindo war ein Daily Login Bonus der Blueprint davon und den konnte ich mir halt direkt bauen. So ich gemacht, dachte, ja, warum nicht? Dann habe ich durch eine Mission von Sorin noch mehr Argon-Kristalle bekommen und die, ich glaube, das war das, wo wir auch diesen Lebensdingsbums bekommen haben und stand dann auf einmal mit 5 Argon-Kristallen da und dachte, ja, die muss ich ja sinnvoll nutzen. Und festgestellt, ein paar Sachen kann ich mir, also einfach in der Wiki nach Argon-Kristallen geguckt und festgestellt, ein paar Sachen könnte ich mir machen. Habe ich dann für diese beiden hier entschieden, die ziemlich cool sind. Atarax, eine Peitsche mit Klingen vorne dran, benutze ich momentan gerade sehr cool, deswegen ist die auch schon so weit gelevelt. Und Axani, das sind so, ja, Schnellfeuer-MGs, die auch ziemlich cool sind, aber ich fand sie vom Aussehen her cool und von den Effekten, wie sie in der Wiki zu lesen waren, habe sie aber noch nicht getestet. Als Sekundärwaffe benutze ich gerade die Hikoi, die empfohlen wurden von einigen, so, da, Guides auf YouTube haben gesagt, die ist gut und als ich mir geholt habe, haben Leute, mit denen ich zusammen spiele, vor allen Dingen Sorin gesagt, ja, die sind wirklich gut. Und von Orgnef kam durch die Aussage, hat die lange, lange Zeit als Hauptsekundärwaffe genommen, also scheinen wohl ganz sinnvoll zu sein. Die benutze ich halt momentan mit und arbeite halt, also momentan genieße ich es tatsächlich einfach zu sagen, ich brauche nichts farmen, weil ich habe ja eh keine Slots mehr. Ja, ich könnte mir welche kaufen, aber ich habe ja momentan gerade genug Sachen und genieße es einfach, die hochzuleveln gemütlich. Ich will nur überlegen, wegen Primärwaffe, weil die Karak, obwohl sie sehr cool ist, sehr gut reinhaut, ein sehr kleines Magazin, deswegen will ich mir da einfach mal eine Alternative organisieren. Ja, dann können wir mal kurz reingucken, wie ich die verwende. Wie gesagt, Breton hier oben als Tarnis, da habe ich diese lustige Zelle nicht reingetan. Könnte aber noch Dinge reintun, wenn irgendwas Sinnvolles dabei ist. Eine Schaden ist drin und Crit Chance ist drin und sonst habe ich normalerweise noch Crit Rate mit drin. Dabei ist die Frage, macht das bei dir überhaupt Sinn? Crit Chance 17% damit? Ja, das ist okay. Einkerbung ist der Schadensding, wobei das halt der beschädigt ist, der halt preiswerter ist, aber nicht weiter ausgebaut werden kann. Ich kann mir mal nicht merken, welches das Crit Damage Ding ist. Da, nein, das ist Punkt Angriff, ist die Crit Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwo hatte. Finde es jetzt aber auch nicht wieder super. Naja, dann werde ich mir das einfach mal gelegen. Und jetzt noch ein bisschen gesucht. Ich habe sie dabei, aber ich nutze sie im Kampf tatsächlich eigentlich nicht, sondern ich nehme sie halt nur mit, damit sie darüber mitlevelt. Die Hiku, die verwende ich sehr gerne. Die, wie man sieht, sind auch gut ausgebaut. Da habe ich von Orgnolf hier einige dieser Dinger bekommen, der Mods. Den hier habe ich irgendwo gefunden. Laufstrahlung, ziemlich cool. Mehrfachschuss. Mehrfachschuss heißt, mit so viel einer hohen Prozentchance geht ein zweiter Schuss los. In dem Fall, 80% ist 80%.
80% Chance für einen weiteren Schuss. Das Ding kann bis 120% kommen. Das heißt, mit 100% kommt ein garantierter Weiterschuss und mit 20% noch ein weiterer. Was ziemlich cool ist, weil ich drücke halt einmal ab und kriege damit kaum eine Kugel raus, so gesehen. Wobei es halt mit weckten Wurfstellen werfen ist. Und es kommen halt einfach schon zwei raus. Dann habe ich jetzt noch recht frisch heute gefahren, mit dank eures Hilfe den Hornissenstich, den ich noch ausbauen muss. Das ist halt direkter Schadensbuff. Tödlicher Schwall, das erhöht die Feuerrate und gibt auch nochmal mehrfach Schuss. Das lässt sich dann halt sehr gut kombinieren. Dieses Ding schmeißt, das Ding ist absolut witzig. Man schmeißt das super schnell raus. Das ist absolut albern, aber cool. Und dann habe ich hier eine Schadenskombination Eissturm für Magazingröße und Kälteschaden, Schmochen für Hitzeschaden und Statuseffekte und Einfrieren für Kälteschaden und Statuseffekte. Das gibt hier diesen Explosionsschaden, den man hier sieht. Im Endeffekt der Schaden, Explosion, man sieht es ja im Symbol auch, dahinter ist Feuer plus Kälte zusammen Explosionsschaden. Und ich habe mir sagen lassen, dieses Hiku soll irgendwie in Richtung Explosionsmöglichkeiten sehr, sehr cool sein, weil man dort halt Aufplatzschaden macht. Ich habe das noch nicht zu 100% verstanden, sondern probiere dort halt rum. Statuschance ist insgesamt nicht allzu hoch mit 10%. Da gibt es Waffen, die können da mehr. Aber es ist halt, dieser Extraschaden funktioniert ziemlich gut. Also das Ding haut gut rein. Gefällt mir. Crit Chance war ich auch im Überlegen, ob ich die auf Bobble bemerkte. Die ist standardmäßig so gering, dass sich das nicht wirklich lohnt. Und ja, Atrax, die Kettenpeitsche, die ziemlich geil aussieht. Nein, wir haben sie schon ausgerüstet. Was haben wir? Also die gefällt mir unheimlich gut. Zuallererst, ich habe hier oben einen Stance, eine Haltung. Der ist wie, im Endeffekt so ein bisschen wie so ein Aura-Mod. Der gibt halt auch extra Slots. Deswegen habe ich auch so unheimlich viele davon frei. Und gibt einem extra Kombos. Die kann man sich hier ansehen. Da sieht man dann quasi, was für Skill-Haltung man daraus machen kann, um Effekte zu machen. Ich bin so, den Standard-Ding kann ich und die beim Rutschen und Springen kriege ich auch schon hin. Die beiden hier, die echt cool sind, kann ich noch nicht wirklich. Dann haben wir noch auf Druckpunkt, direkter Nahkampfschaden. Ich denke, recht erklären, warum das sinnvoll ist. Crit-Chance, das ist bei der Waffe in meinen Augen ziemlich sinnvoll, denn wir haben mit 32% eine sehr, sehr hohe Crit-Chance. In dem Ding habe ich standardmäßig, wenn ich das rausnehme, schon eine 25% Crit-Chance. Und kann die halt noch weiter ausbauen. Haben halt, Moment, das ist der falsche. Ich habe irgendwo. Hä? Hey. Da unten ist der. Schwupp. Der halt die Crit-Chance deutlich erhöht. Was halt in meinen Augen sinnvoll ist, weil ich dann tatsächlich gut critten kann. Dazu passend Ausweiter, das den Crit-Schaden erhöht. Sodass wir, was wir haben, mit Crit-Multiplier 3,9. Also wenn wir critten, hauen wir richtig rein. Raserei erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Das ist auch sehr cool. Das sind auch die, in meinen Augen, die wichtigsten. Diese brennende Wespe macht den Angriff recht langsam, gibt über eine sehr hohe Reichweite. Ich habe noch einen extra Reichweite-Mod drin. Auch wenn ich den eigentlich nicht brauche, einfach weil er punktetechnisch passt, gut weit ausgebaut ist. Ich brauche den aber eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, ob der tatsächlich funktioniert von der Reichweite her, ob man die damit erhöhen kann bei so einer Waffe. Es wirkt nämlich gefühlt nicht so, aber ich hatte auch noch keine gute Alternatividee, was ich mache. Dann haben wir diese drei Dinge hier, die habe ich auch gefunden oder von Ordnung bekommen. Ich glaube, ich habe sie alle von Ordnung bekommen, habe sie aber noch nicht ausgebaut. Ich weiß aber auch, dass man sie finden kann. Ich glaube, ich habe, also ich habe zumindest einen Teil davon auch schon mal selber gefunden. Da bin ich mir sicher, ich habe einige davon schon irgendwo gehabt. Die, im Endeffekt kriege ich da unten hier oben einen Korrosionsschaden durch Blitz und Gift, die sich zuerst kombinieren. Doch, Blitz und Gift. Zäh und Gift, genau, und dann kriege ich nochmal Feuerschaden zusätzlich. Ich könnte das hier zum Beispiel umdrehen. So würde ich Gas klingt interessant. Da habe ich schon nachgesucht, da war ich nämlich bisher zu doof, das zu kombinieren. Das gibt auch noch Gas. Das hier gibt weiterhin Korrosion. Und es gibt hier Strahlung, wobei ich persönlich Strahlung nicht so interessant finde, weil das Ding denn Strahlung ist, die Leute greifen sich gegenseitig an. Arbeitet auch an unserer Statuschance, die ist hier recht groß, aber um ehrlich zu sein, finde ich Strahlung jetzt nicht so passend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was Gasschaden macht. Ich werde das mal ganz frech nebenbei googeln. Was genau Gasschaden macht. Dann kann ich das direkt feststellen. Also Strahlung, wie gesagt, sorgt dafür, dass Leute sich gegenseitig angreifen, finde ich eher langweilig. Korrosion sorgt dafür, dass die Rüstung von denen reduziert wird. Um 25%, was nicht schlecht ist. Elemental Damage Types, Composed of Fire and Toxins. Grinder und Corpus sind dagegen weniger anfällig, aber gut ist es gegen Infested, okay. Status Effect, es macht einen Poison Cloud Status Effect. Macht im 5 weiter Umkreis Vergiftung. Das klingt tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. In der Kombination, ich könnte mich jetzt hinstellen, könnte ich einfach eine weitere Kombination machen, in der ich dann halt andere Sachen mache, aber ich denke, mit einer bin ich momentan noch zufrieden. Irgendwann kann ich die auch voll ausbauen. Das Problem ist, also ich hätte ja noch Slots, so gesehen. Aber zum Ausbauen von Dingen, ich würde zum Beispiel gerne, wo habe ich es denn?
Der ist schon ausgebaut. Ne, ich würde gerne Druckpunkt zum Beispiel weiter ausbauen. Aber dafür muss ich halt Sachen reinfusionieren. Und Fusionskerne habe ich jetzt ein bisschen. Die geben dem ein Level hoch. Das ist ja schon mal gut. Ansonsten kann man Duplikate nehmen, aber die geben halt irgendwie bei weitem nicht so viel Erfahrung. Wenn man das hier sieht, macht halt kaum was weiter. Da kann, dementsprechend nutze ich die nicht so gerne dafür, weil es einfach viel Credits kostet, ohne dabei einen weit voranzubringen. Da kann ich besser versuchen, auf Dauer Fusionskerne zu fahren. Aber ja, so viel dazu. Und ein ganz wichtiges Ding, ich habe jetzt, hätte ich fast schon wieder vergessen, einen Carrier. Das ist das hier, sieht aus wie ein fliegender Staubsauger. Das ist ja ein Begleiter, den man sich für 100, also die Blaupause dafür kann man sich für 100.000 Credits kaufen. Als ich meine ersten 100.000 hatte, kam von Sora die Einwurf von wegen, willst du den nicht mal eben holen? Der ist sinnvoll und wichtig. Ach, okay, machen wir das. Und tatsächlich ist er ziemlich cool, denn er hat dieses Ding hier drin. Vakuum. Findet und sammelt Gegenstände und Mods im Raum für seinen Meister. Das ist der Grund, warum ich den habe. Damit kriege ich einen Haufen Zeug automatisch auf Distanz eingesammelt, ohne überall rumrennen zu müssen, was halt echt praktisch ist. Hat noch was für HP drin und alles andere, was ich an Mods habe, was in ihn reingeht, weil er halt irgendwie viel freigeschaltet, ohne es wirklich zu brauchen bisher. Hieb hat der standardmäßig, greift sich Gegnern sichtbarer weiter an. Dies kann man ihm auch rausnehmen, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass der Kills macht. Zum Beispiel, wenn man auf die... was, warum steht... Genau, findet und sammelt Dinge und in Ordnung, wenn er zerstört wird, regeneriert er sich einmal. Sehr schön. Wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass der, wenn er sehr stark ist, einem die Kills wegmacht, sondern dass man dann die selber machen will, um eine Waffe zu leveln. Und er hat eine Gun drauf, das ist die Sweeper, das ist das hier, ist eine Schrotgun, das ist halt das, womit er dann tatsächlich Schaden macht. Die ist noch nicht so weit gelevelt, weil ich tatsächlich verpennt habe am Anfang, dass ich sie habe. Mal ein bisschen dieses Wow. Ja, so viel. Damit seid ihr erstmal wieder auf dem aktuellen Stand. Außerdem kann ich mit euch zu heute zusammen eine Meisterung machen. Da habe ich nämlich den... Ich bin bisher Rang 3 und kann jetzt Rang 4 freischalten und muss dafür ein Event machen. Ich dachte, dann nehme ich euch mal mit, dass ihr das auch mal seht. Wobei, ich vermute, die meisten, die das hier schauen, kennen das Spiel und wissen ja, wie es geht. Aber einfach, um es der Fan halber gezeigt zu haben. Und wenn ihr es noch nicht spielt, fangt es gerne an. Ich persönlich finde es sehr unterhaltsam. Warum laufe ich da hinten rum? Finde ich sehr unterhaltsam. Und falls es euch interessiert, ich habe einen Referral-Code in der Beschreibung. Dann kriege ich sogar noch einen kleinen Vorteil. Ich glaube, ihr auch. Ansonsten, ja, wir haben hier bestimmte Bedingungen, mit was wir an Waffen verarbeiten können. Wir haben jetzt hier Nahkampf und Fernkampf. Und da sieht man halt schon diese Peitsche. Die finde ich richtig gut. Reichweite unheimlich hoch, wie man merkt. Und haut halt gut um sich. Und wir haben halt jetzt noch ungefähr eine Minute, um alle Gegner dieser Runde rauszuhauen. Rhino, Lieblingsskill bei ihm für mich, dieses der Nummer 2. Damit kriege ich eine extra Eisenhaut, die Schaden frisst, was halt super praktisch ist. Sein Vierer-Skill ist ziemlich cool, damit stampft sich auf den Boden. Kann ich gleich in der nächsten Welle mal vorführen. Aber ich will jetzt nicht hier für den Rest dieser Welle das verwenden. Ich müsste eigentlich gleich tot sein. Und dann hat er noch einen mit 1 so einen Sturmangriff, mit dem er nach vorne rammt, und mit 3 einen Kampfschrei, der ihn und seine Teamkollegen in der Nähe besser macht. Oh, okay, das ist sehr cool. Aber 20 Sekunden, seid ihr vielleicht einmal mal tot? Ich habe das dumme Gefühl, dass ich die irgendwie vielleicht doch nicht im Nahkampf besiegen muss. Ich habe aber leider am Anfang auch nicht richtig zugehört. Oder muss ich einfach nur lang genug überleben? Das kann auch sein. Ja, ich musste nur überleben. Ja, dann ist ja okay. In den ersten musste ich pro Welle, also hatte ich immer 4 Wellen, glaube ich, und musste derzeit alle, die kamen, kaputt machen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen schockiert, ob einfach die Zeit wegläuft und ich dann verloren habe. Dann sieht 3 Fusionskerne, das ist natürlich nett. Irgendwas wollte ich gerade noch erwähnen. Verdammt, ich hab's vergessen. Verdammt. Aber wir sind halt jetzt auf dem nächsten Rang und damit können wir halt wieder mehr Waffen freischalten. Könnten damit wahrscheinlich, wenn ich hier unter Waffen gucke... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da schauen, haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Auswahl. Ein paar stehen halt immer noch, geht noch nicht. Das wäre mein nächstes Ziel, der Bolter. Denn... Oh, ich kann ihn mir schon kaufen. Sehr schön, dann hauen wir uns den auch. Ich habe... Mir fehlt ein Neuroden. Und das Schöne ist, ich kann den halt... Also ich habe, wie ich gerade mehrfach erwähnt habe, aber nicht genug Slots an Waffen. Aber ich kann ihn halt schon mal machen und muss ihn ja noch nicht abholen. Die habe ich heute in irgendeiner Mission dank Orgnolf die Blaupause bekommen, was mir aber noch nichts bringt, weil Teile fehlen.
Aber hier können wir jetzt herstellen. Der Bolter soll auch ziemlich cool sein, so von allen Waffen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil also Primärwaffen waren er und der Krag. Und eine Heck wurde mir noch gesagt, ist sehr gut. Und als Sekundärwaffen sollte ich die Lex noch ausprobieren. Mal schauen. Aber ja, wie gesagt, ich muss ihn dann halt, wenn er da ist, noch nicht abholen. Aber er braucht halt einen Tag lang. Dann habe ich ihn halt. Vielleicht, ich glaube nicht, dass ich in einem Tag die Brandon durchhabe, aber wenn ich sie durchhabe, kann ich ihn halt abholen. Ja. So viel. Ich glaube, ihr seid halt auf dem aktuellen Stand. Ich werde dann erstmal zusehen, was ich gleich noch mache. Bisschen weiterfahren, mal schauen. Questtechnisch habe ich noch nicht weitergemacht, außer halt die Archwing Sachen sammeln. Ich werde aber die weiteren Missionen davon mit euch zusammen machen. Keine Sorge. Ich kann hier jetzt etwas machen. Syndikate. The Arbiters of Hexus seek truth through trial and discipline. The Tenno will surpass their former masters. Aha. Na, da brauche ich Ansehen bei denen, dann kann ich Sachen bekommen. Wie zum Beispiel so etwas hier, Feuerrate plus ein Wahrheit, was auch mal weit ist, aber das klingt cool. Nahkampfschaden plus... Wow. Benötigt Kreuzritter, da muss ich dann auch einen höheren Rang haben hier. You are on the verge of a new truth. Okay, damit müsste ich Nanosporen haben und Geld, damit ich den beitreten kann. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Ahnung von denen. Man sieht hier, sind untereinander ein bisschen verfeindet, deswegen wird das ein bisschen schwierig. Zum Teil, wo man hingeht, aber da werde ich mich, glaube ich, irgendwann mal in Ruhe einlesen, welche geben. Wenn ihr coole Ideen dazu habt, was mit denen auf sich hat, also wenn ihr da ein bisschen was wisst und dann meint, hier, nehmt den und den, das lohnt sich, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Über so Support freue ich mich, aber ansonsten werde ich da auf jeden Fall selbst mal schauen. Und wie gesagt, die Quests habe ich mir jetzt extra noch offen gelassen, weil das kam ja ganz gut an, dass ich die gemacht habe und aufgenommen habe, deswegen werden wir die auch zusammen machen. Genau, der Archwing ist gerade in Arbeit. Einmal erwacht, ist gemacht. Das ist ja der Fond. Und die beiden hier habe ich jetzt noch an Möglichkeiten. Das werden wir bei Gelegenheit mal machen. Bis dann, Leute. Macht's gut.